damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Große Frage im Moment natürlich, die die Welt bewegt. Was macht ein Schaffner in einer Regionalbahn, in der es keine Toilette gibt? Trinken in einem Zug kann ja jeder, ne? Aber pinkeln in einem Zug ist verboten. Er kämpft jetzt für sein Recht, eine Toilette mitzunehmen. Wir werden selbstverständlich berichten, was daraus wird. Alle anderen Themen sind angesichts dieser Tatsache selbstverständlich unwichtig geworden. Gaddafi. Wir alle haben ihn mittlerweile zu oft gesehen. Jetzt ist er verbuddelt an einem unbekannten Ort. Euro-Krise. Man kann es auch nicht mehr hören, oder? Man kann es wirklich nicht mehr hören. Griechenland, da wachsen manchen Menschen schon Pusteln im Gesicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, da fragen wir doch mal bitte schön Sie. Interessiert Sie die Euro-Krise? Nee. Ne, mich nämlich auch nicht. Und deswegen fragen wir heute mal die Leute, was interessiert Sie denn eigentlich? Was, bitteschön, wollen Sie der Welt durch diese Linse einfach mal mitteilen? Tun Sie es jetzt. Eigentlich wirklich das mit Euro oder was? Das lassen wir aber heute weg. Es interessiert mich wirklich ehrlich recht gar nicht, weil zu Hause hat man echt viel nachzudenken, wegen der Schule auch und wegen den Aufgaben, Prüfungen und so alles Mögliche. Aber auch Bauer sucht Frau. Oder? Ja, guckt man oder? Ja auch, ja. Ja, hier, Bauer sucht Mann, was halten wir davon? Eigentlich ganz süß. Es wird ja schon alles teurer. Wo haben Sie das festgestellt? Ja, ich habe schon jetzt alleine schon am Hundefutter 10 Cent. Ich meine, wenn Sie einen großen Hund haben, brauchen Sie viel, ne? Aber mal ganz ehrlich, dafür sieht sie noch ganz gut aus. Ja, genau. Das ist ein zweibeiniger Hund. Die Hörsäle sind bis oben hin überfüllt. Man kommt in keine Seminare mehr rein, wird rausgeschmissen. Bierpreise sind grundsätzlich zu hoch. Wetter, ist egal eigentlich. Fernsehprogramm. Immer schlecht. Mode der 90er. Mode der 90er ist vorbei. Aber Sie können jetzt Ihrem Chef mal alles sagen, was Sie ihm sagen wollen. Nee, dann sieht das vielleicht die Tochter oder so. Was ist? Dann sieht es vielleicht die Tochter oder so, das geht nicht. Ach so, okay. Nein, super Chef, wahrscheinlich Spitzenunternehmen. Super, ja, macht ja Spaß. Also Hauptsache, wirklich, aber. Hauptsache, wir kommen nicht ins Kuschen und Duckmäusern. Nee, das nicht. Das würde unser Rückgrat genau verbiegen. Sieht aus. Ich habe eigentlich nicht so viele Probleme gerade, deswegen. Ja. Sonnenschein aus allen Körperöffnungen. Ja, eigentlich schon gerade. Also, ja. Unglaublich. Und jetzt haben Sie eine Minute Zeit, allen Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Was würden Sie da sagen? Setzt euch für sauberes Trinkwasser ein. Natürlich. Spendet an Viva Con Agua. Das ist eine gute Sache, gutes Projekt. Kann man vertrauen. Und ja. Und dann hat man auch persönlich keine Probleme mehr. Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, um anderen Menschen zu helfen. Und vielleicht auch ein Schritt bei sich selbst. So. Ja. Lass mal so stehen. Und hier. Sag ich jetzt einfach nicht mehr zu. Ja, ist ja alles gesagt. Genau. Ja. Brauchen wir jetzt nicht noch unnötig in die nee, brauchen wir nicht. Länge ziehen. Ja. Ja, ja. Gut. Alles klar. Top. Dann tschüss. Ciao. Fertig. Hätte ich jetzt weiß Gott nicht gedacht, dass Sie sich dafür wirklich interessieren. Hut ab. Aber wir liefern das selbstverständlich auch gleich die Lösung aller Probleme der Welt mit. Das machen wir, weil wir es können. Nach der Werbung. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Hier in dieser Unterhaltungssendung werden wir jetzt all Ihre Probleme lösen. Wir werden einen Blick in die Zukunft wagen und wir schalten dazu zu Cocolores TV. Dort sitzt Rubia Rubin. Erstmal einen wunderschönen guten Abend dahin. Hallo, Herr Ebert. Oh, das ist schon ein bisschen mystisch, oder, Frau Rubin? Ja, dann ist auch gut, ne? Na gut, dann greife ich doch gleich mal die erste Frage unserer Zuschauer auf, Frau Rubin. Was passiert denn in 5 Jahren mit dem Euro beispielsweise? Guck ich mal nach. Ja? Ja, die Kugel gibt mir ein klares Bild. Ja. Herr Ebert, stellen Sie sich das vor. Beispiel: Büchse Mischgemüse, 1,99 Drachmen. Ist lecker, ist nahrhaft,
Kann man mal machen. Einmal im Monat. Noch was? Wie sieht denn die Zukunft von Griechenland aus, wenn wir schon mal beim Thema sind? Was sagen denn da die Geister der anderen Welt? Oh ja, oh ja, Griechenland. Also Obama hat sich jetzt dazu durchgerungen, endlich Kreta zu kaufen. War ein gutes Geschäft. Allerdings, ja, jetzt ärgert er sich, denn Mykonos haben die Chinesen gekauft. Ist ja immer so eine Sache mit den Nachbarn, ne? Oh, ja, gute Nachricht gibt's auch noch für uns. Lesbos wird jetzt von Klaus Wowereit regiert. Okay, vielleicht mal eine ganz einfache Frage. Wer wird denn im Jahr 2500 deutscher Meister? Danzig. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, nochmal Fußball. Gibt es da Neuigkeiten von bekannten Persönlichkeiten? Lothar Matthäus? Ja, Lothar Matthäus hat wieder eine neue Freundin. Hat sich ein bisschen gebessert. Diesmal ist er nur 70 Jahre jünger und ganz romantisch. Er war bei der Geburt dabei. Und unsere letzte Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt. Angela Merkel, wie sieht die Zukunft von Angela Merkel aus? Angela Merkel, ist knifflig. Ich befrag mal die Spaghetti. Angela Merkel ist schwanger. Ey, das sind noch keine Spaghetti, das sind noch Macaroni. Rubia Rubin bei Cocolores TV. Vielen Dank an dieser Stelle und bis bald. Nein. Juliana Hofmeister, das werden die meisten von Ihnen noch nie gehört haben. Ist ja auch kein Wunder, denn du hattest erst wie viele große, richtig große Auftritte vor viel Publikum? Ach, vor wirklich viel Publikum eigentlich noch gar nicht wirklich. Also es waren immer ein paar eher kleinere. Also ich habe dich entdeckt auf einem Stadtfest. Da hast du die Pause gespielt von der Band und hast mit deinen Songs innerhalb von wenigen Minuten das Publikum zum Rasen gebracht. Und was ich ja noch bewundere an dir, hier tanzt meine Katze hinter dir rum, liegt total entspannt da. Bist du Katzenfan? Ja, wir haben ja selber eine Katze. Echt? Ja. Auch so ein fettes Ding? Ja, wirkt fetter wegen dem ganzen Fell. Genau, das ist das Fell und schwere Knochen. Genau. Ne, liebe Zuschauer. So, zu deinen Liedern zurück. Das muss man sich erst mal überlegen. Das sind selbst komponierte Lieder, selbst getextet. Mhm. Dann setzt du dich bei einem Stadtfest auf die Bühne und die Massen grölen mit. Das sind ja schon eingängige Melodien. Wie kommst du auf sowas? Wann fällt dir das ein? Das fällt mir eigentlich immer zwischendrin ein. Also wenn ich zu Hause bin und gerade irgendwas mache, ob ich Fernsehen gucke oder was weiß ich, dann habe ich manchmal einfach irgendwie, also ich setze mich an die Gitarre und spiele ein bisschen was rum. Und dann ist plötzlich irgendwie ein Lied fertig. Ja. Text, ist das schwierig für dich oder geht so? Text geht eigentlich. Englisch? Ja. Denkst du auch Englisch? Manchmal. Manchmal verwurschtle ich Deutsch und Englisch irgendwie. Also du stehst auch in der Küche und I have to make the dishes. In Gedanken, ja. Echt? Ja, manchmal. Unglaublich. Was dabei rauskommt, hören wir jetzt, denn du hast einen Song mitgebracht, der heißt? Breakable. Das hat auch mit Geschirr zu tun, denke ich mal, oder? Ja. Juliana Hofmeister, merken Sie sich diesen Namen. Overseas with my bare feet, and I crossed so many broken streets, ways that never lead me nowhere. But I forgot to give up my hope and ran till I could see the sun. No, the sun was always shining there in my heart, 'cause I'm unbreakable. In the whole wide world, I'm unbreakable. You won't leave me hurt, 'cause I'm unbreakable. In the whole wide world, don't you see, I'm breakable. You are everything to me. I
voices in my head telling me these stories led to my regret. My stuff is packed, but I won't forget where you left me and what you said. And I say I'm unbreakable. I'm unbreakable in the whole wide world. Don't you see I'm breakable? But you were everything to me. I'm unbreakable in the whole wide world. I'm unbreakable. You won't leave me hurt. I'm unbreakable in the whole wide world. Don't you see I'm breakable? But you were everything to me. Oh, I'm leaving, leaving today. I won't turn back. Wunderschön. Merken Sie sich also diesen Namen. Das war es auch für heute schon wieder. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an Rubia Rubin. Dankeschön an Juliana Hofmeister. Dankeschön an Sie fürs Zugucken. Alle Infos wie immer auf dieser Internetseite. Da können Sie auch diese Sendung so oft und so lange gucken, wie immer Sie es ertragen. Und ansonsten sehen wir uns an gleicher Stelle auf der gleichen Welle wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.